Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Freue dich auf meinen heutigen Gast, mit dem ich über das spannende Thema Motivation, Antrieb oder auch das Warum sprechen werde. Meinen Gast möchte ich herzlichst willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass Karl Ludwig Oehler heute bei mir ist. Hallo Karl, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Dankeschön. Ja, es war nicht ganz einfach, einen Termin zu vereinbaren, da du ja als Redner, Mentaltrainer, Coach und Autor selbstständig bist. Ja, dein Schwerpunkt liegt in den Bereichen Führung, Verkauf, Team und Motivationstraining. Und dadurch hast du natürlich, ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, so etwa 1500 Teilnehmer pro Jahr, mit denen du arbeiten darfst. Und ja, ich selber war ja schon bei Vorträgen dabei. Ich konnte ja schon recht viel privat und auch beruflich für mich mitnehmen. Ja, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren. Ich habe da so ein bisschen überlegt, ganz verrückt, genau. Wir haben bei der gleichen Bank gearbeitet. Dürfen wir eigentlich sagen, bei welcher? Oder ist das denn schon Werbung? Also damals hieß sie ja Bezirkssparkasse Singen. Heute heißt sie ja Sparkasse Hegau-Bodensee. Ja, du warst damals ja dort viele Jahre als Führungskraft tätig und hast dich dann tatsächlich 2006 selbstständig gemacht. Du hast bereits schon während der Sparkassenzeit immer Seminare und Vorträge gehalten. Das begleitet dich also schon viele, viele Jahre. Und deine langjährigen Erfahrungen aus dieser Zeit als Führungskraft kombinierst du mit den Prinzipien aus dem Leistungssport, wie ich gesehen habe und natürlich auch schon live erlebt habe. Und ja, ich habe ja noch gar nicht gesagt, du bist ja Windsurfer und begeisterter Skifahrer. Ja. Ja, so kannst du deine Kunden und Teilnehmer begeistern, auch mitreißen. Ja, super finde ich natürlich auch, dass schon drei Bücher von dir erschienen sind. Und das erste Buch, das Kino im Kopf, erfolgreich führen und verkaufen mit Geschichten. Danach kam Ziehe deine Lebensspur, persönliche Entwicklung bewusst gestalten. Und jetzt auch noch das dritte Buch, ganz aktuell, Unser Lebenskarussell, auch mit sehr spannenden Thema, mit ja zu der jetzig spannenden Zeit, mit dem Untertitel, es gibt Menschen, die verwandeln Zeit in Leben. Ja. Auch diese Bücher zieren mein Bücherregal. Da freue ich mich, ja. Ja, so, lieber Karl, jetzt freue ich mich auf unser Thema Motivation und mehr. Oder habe ich noch irgendwas vergessen zu erwähnen zu deiner Person? Nö, allumfassend und denjenigen, der jetzt interessiert, kann er gerne auf meiner Homepage nachher die Informationen ergänzen. Das passt sehr gut, Silvia. Sehr gut. Ja, die Website werden wir auch in den Shownotes verlinken, dass auch jeder da natürlich schauen kann und dich direkt erreichen kann. Genau. Ja, sehr schön. Ja, ich selber war natürlich neugierig und habe mir das Wort Motivation einmal so ein bisschen näher angeschaut, weil das Wort Motivation kommt also aus dem Lateinischen. Es wird auf das lateinische Verb movere, was so viel heißt wie bewegen und antreiben, zurückgeführt. Und ja, ich denke, so am Jahresanfang können wir das alle sehr, sehr gut brauchen. Ja, das stimmt. Ja, da sind natürlich schon viele motiviert. Manchmal sollte man das oder meistens sollte man das auch unterm Jahr natürlich auch haben. Ja. Und ja, da bin ich gespannt, was du auch zum Thema Motivation alles sagen kannst. Danke, liebe Silvia, auch für deine Recherche schon zu dem Wort alleine. Movere, sich zu bewegen. Es gibt eine andere Definition von Motivation. Das heißt, es ist ein emotionaler Prozess, etwas zu tun oder auch etwas zu lassen. Mhm. Es gibt also auch die Motivation, irgendetwas zu lassen. Mich hat schon sehr früh interessiert, was motiviert die Leute und was macht die Leute schlichtweg erfolgreich. Und da war mir der Leistungssport Maßstab zu überlegen, warum gewinnt der eine das Skirennen, warum gewinnt der eine das Fußballspiel oder die Mannschaft
und die anderen eben nicht, obwohl die es vielleicht besser könnte. Dann habe ich mir früher immer überlegt, was sind so die Gesetzmäßigkeiten des Volkes und was lässt den einen Sportler in dem Augenblick so über sich hinauswachsen und der andere kann vielleicht sein Potenzial nicht ganz und nicht ganz sicher abrufen. Und diese Dinge, die ich da eher autodidaktisch mir erarbeitet habe, Hörsaal, mit den Sportlern geredet, Interviews, Aufzeichnungen gemacht, die habe ich bei meinen Mitarbeitern in der Sparkasse, da kannst du dich erinnern, ja, mit eingebunden. Wir hatten viel Erfolg und so richtig hat keiner gewusst, warum denn eigentlich. Und ich freue mich, dass meine Sichtpunkte zu dem Thema Motivation sich weitgehend mit der wissenschaftlichen Sicht decken. Ja, und heute werde ich dann wiederum von Universitäten und auch Professoren mit eingeladen, um meine Sichtweise mit in die Dinge einzubringen. Ja, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt in der Sparkasse, weil ich die Dinge mit eingebracht habe. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das, was ich nebenberuflich tue, nämlich die Seminare, mir mehr Freude machen wie das Banker. Obwohl ich dort auch erfolgreich war und meine Mannschaft mich auch mitgetragen hat. Es hat toll funktioniert. Und jetzt sind wir schon beim ersten Punkt, dem Thema Motivation. Ich habe wirklich reflektiert und überlegt, was willst du tun? Was willst du tun? Wo liegt dein Herz? Mhm. Und ich habe mich lange echt überlegt und mit mir gekämpft, bleibe ich bei der Sparkasse oder wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit? Mein Kopf, der sagte Sparkasse, mein Bauch oder Herz sagte immer Seminare. Und ich glaube, dass es heutzutage auch wichtig ist, bei Entscheidungen eben auf beides zu hören. Und dieses über sich nachdenken, diese Reflexion, ich glaube, das ist der erste Punkt, den man tun sollte, um eine Motivation zu finden oder zu stärken. Schau, der deutsche Dichter Christian Morgenstern, der hat mal gesagt, wie ein Maler von seinem Bild immer wieder mal zurücktritt, so sollten wir Menschen immer wieder mal vom Leben zurücktreten. Wenn du dich beim Bildmalen an einem kleinen Detail eng am Bild stehend verlierst, dann wird das Bild nichts, das Bild misslingt. Und so ist es ganz häufig im Leben auch, dass es uns gelingt, in guten Zeitabständen immer wieder mal zurückzutreten, zu reflektieren. Male ich das Richtige? Passt das Gesamtkontext von diesem Detail auch zu meinem ganzen Bild, zu meinem Lebensbild? Und erst wenn ich zurücktrete und reflektiere, dann kann ich entscheiden, welche Farben mische ich neu und wo beginne ich weiter zu malen an meinem Lebensbild. Insofern hatte der weise Christian Morgenstern sehr recht. Dieses Zurücktreten geht in der heutigen, schnelllebigen Zeit aber häufig verloren. Oh ja. Schau, Silvia, und dann rennen wir im Hamsterrad einer Sache hinterher. Und wenn wir nicht reflektieren, dann kann irgendwann uns mal bewusst werden, dass das Lebensbild nicht gelingt oder nicht gelingen wird. Und wenn wir nicht rechtzeitig zurücktreten von dem Lebensbild, dann wird der dann benötigte Abstand viel größer sein, auch mit der damit benötigten Zeit. Und manchmal brauchst du dann ein Sabbatjahr, um dich wieder neu zu sortieren. Der erste Punkt bei der Motivation, Silvia, glaube ich, ist das über sich selber nachdenken, reflektieren. Schau, als junger Kerl machst du es ja wenig. Da hältst du dich für unsterblich und kaputt war und du rennst. Und es mag auch zur Jugend passen. Ich habe es erst im Mittelalter mit so 40, 50 gelernt, so von dem Lebensbild ein bisschen zurückzutreten. Und da hat mir der Prozess geholfen, bleibe ich bei der Sparkasse oder wage ich die Selbstständigkeit? Es war ein intensiver Prozess der Selbstreflexion, hat mich sehr weitergebracht
und schlussendlich in die Entscheidung geführt, dass ich bei der Sparkasse kündige, obwohl es mir sehr viel Freude gemacht hat und ich mich dem Neuen zuwenden werde. Mhm. Dieses Thema Reflexion, hast du das selber auch schon erlebt, wie wichtig und das ist und das trägt? Habe ich auch. Ich mache das eben auch mit meinen Kunden natürlich. Ich habe das selber auch tatsächlich mitgemacht. Ich habe ja auch einen kompletten Wechsel gemacht, was das Berufliche betrifft. Und auch da habe ich in meinem Ganzen, ich sage es mal, in den ganzen letzten 20 Jahren sind viel Entscheidungen gefallen, wo man auch mal oder wo ich auch mal so einen Perspektivenwechsel gemacht habe. Und wenn ich tatsächlich festhänge, hat mir mal eine nette Freundin oder eine ganz liebe Freundin gesagt, Silvia, setz dich mal hin und schau einfach mal, stell dir vor, du hast eine Theaterbühne und du kommst jetzt als Theaterspieler da drauf und jetzt schau dir mal deine jetzige Situation an. Schau dir die einfach mal aus einer anderen Perspektive an. Mit Draufsicht, ja. Genau. Und dann sagt sie zu mir, was würdest du dir als dieser Frau jetzt raten? Ist das richtig, was sie da macht, oder ist es nicht richtig, was sie da macht? Und dann wird einem ganz schnell manchmal klar, vielleicht sollte ich doch mal was ändern. Und auch manchmal sagt man natürlich auch, nein, es ist vollkommen richtig so gewesen. Auch in dieser Situation war es vielleicht auch richtig so. Und ich arbeite mit meinen Kunden tatsächlich auch immer gerne am Perspektivenwechsel. Wir schauen einfach das Ganze aus einer anderen Perspektive an und suchen tatsächlich das Warum, den Grund, warum wir dieses machen. Und so wie das bei dir das Herzensthema war, so ähnlich war das bei mir ja auch, dass ich eben auch mit den Menschen arbeiten möchte, dass ich mein Warum gefunden habe, dass ich die Menschen unterstützen möchte, mit ihnen arbeiten möchte und ich gleichzeitig mich daran auch erfreue, wenn sie durch meine Unterstützung auch ihren Erfolg haben. Wird dir wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Ja. Und ich finde auch immer gut, wenn ich mein Warum weiß, dann weiß ich, dann habe ich auch mein Motiv für meine Motivation, die Grundlage zum genau mein Ziel erreichen, weiterzumachen, durchzuhalten. Ich hatte das im Sport genauso. Ich kenne ich ganz genau, genau das Gleiche. Ich hatte einen Sportler, der nach dem Radrennfahrer, der nach der Wintersaison die Motivation nicht hatte, wieder zu trainieren. Nun war er auch schon ein bisschen älter. Er sagte mir, kann ich coach mich. Und nach einem langen Coaching-Tag hat er keinen Grund gefunden, warum er dieses 100. Radrennen auch nochmal gewinnen sollte. Mhm. Und dann war ihm klar, es ist eine gute Zeit zum Aufhören. Und hat er aufgehört, und ich glaube, es war für ihn eine richtige Entscheidung. Mhm. Also Motivation heißt, und da kann Business auch vom Sport lernen, nicht immer schneller, höher, weiter, sondern wirklich zu reflektieren, wann mache ich was und wann lasse ich mal. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ja. Diese Reflexion, die bringt so eine innere Klarheit, dass ich das machen möchte. Also es führt eine Entscheidung nach sich. Und ich merke, dass viele Leute sich in der Vielzahl der Möglichkeiten, die sich heute bieten, nicht gern entscheiden. Und dann hängen die in der Entscheidungslosigkeit fest. Und das ist manchmal so, wie wenn ein Esel in seinem Stall steht, zwischen zwei gleich großen Haufen und sich nicht entscheiden kann, fängt er da oder fängt er da an zu fressen. Und der verhungert zwischen zwei Haufen. Mhm. Und so verhungern manchmal Menschen in der Entscheidungslosigkeit. Ich kann den Menschen helfen, wenn ich ihnen klar mache oder wenn den Menschen sich klar werden, entscheide heißt schlussendlich auch immer verzichten. Ich entscheide mich für die eine Variante mit dem gleichzeitigen Loslassen der anderen Variante. Und wenn ich den
die Hände voller Stifte habe, kann ich nicht nach dem Wasserglas greifen. Ich muss die Stifte loslassen und dann greife ich hin. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir ein Stück weit aber verlernt haben. Wir schauen, dass wir an allem irgendwie festhalten und machen damit vieles kaputt. Also Reflexion gibt Klarheit und dann den Mut, das zu entscheiden. Also da muss ich dazu sagen, also das habe ich ganz oft schon festgestellt, dass die Leute tatsächlich sich nicht entscheiden können, schon alleine beim einen etwas zuzusagen, beim anderen eventuell was nicht zu tun oder nicht dabei zu sein. Oder eben auch tatsächlich zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht dabei sein, sondern ich möchte gerne was anderes machen. Also alleine schon bei Terminvereinbarungen oder sonstigem fällt es vielen sehr, sehr schwer, tatsächlich eine Entscheidung zu fällen. Sie lassen es sich bis zum Letzten offen, was sie tun, und entscheiden dann, weil sie könnten ja eventuell irgendwas könnte ihnen entgehen. Ja, es ist die ewige Angst, irgendwas zu verpassen. Aber in dieser Angst verpasst du tatsächlich das Größte, nämlich dieses Leben im Hier und Jetzt, dieses Genießen. Das ist ja die Krux bei dieser Sache. Mhm. Ich entscheide mich für eine Sache mit dem gleichzeitigen Loslassen der anderen Sache. Und das Glück folgt immer der Entschiedenheit. Das Schlimmste ist ja, und das demotiviert, das weiß jeder, und das ist mir ja früher auch und jetzt ab und zu auch passiert, du entscheidest dich nicht ganz mit Herzen, sondern du bist beim Tun immer noch, wäre die Alternative nicht doch besser gewesen. Ja. Das sinkt die Motivation ins Boden lose. Und man hängt ja dann gedanklich an der Motivation und nicht beim Jetzt im Tun. Und so kannst du kein Skirennen gewinnen, du kannst kein Fußballspiel gewinnen, du kannst aber auch keine vernünftige Arbeit abliefern. Mhm. Also diese Klarheit zieht eine Entscheidung nach sich, die ich dann sogar verstärken könnte mit einem guten Ziel. Mhm. Ein gutes Ziel hat die Wirkung, dass sie eine Entscheidung, die ich treffe, verstärkt. Viele Verkäufer oder sonstige Arbeiter im normalen Geschäftsleben haben ja eher Angst vom Ziel, wenn, ehrlich gesagt, Führungskräfte, die manchmal auch falsch nutzen, so als Druckmittel. Ich nutze die als Sog, als Klarheit und als Entscheidungsverstärker. Mhm. Dann hat so ein Ziel eine riesengroße Kraft bis hin, ich darf ja auch Spitzensportler begleiten, bis hin zur Weltmeisterschaft. Ein Ziel trägt auch über schwierige Situationen hinweg. Ja. Es ist also, wenn man so zusammenfasst, das Thema Reflexion. Es gibt die Klarheit, wo will ich hin? Ich treffe eine Entscheidung mit dem gleichzeitigen Loslassen der Alternativen. Und dann brauche ich den Mut, es zu tun. Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen. Und wenn ich mich dann auf der Erfolg hole, wenn ich den Mut habe, es zu tun, dann muss ich wissen, und das ist auch ein Kernsatz der Motivation, dann muss ich ein Stück weit wissen, wie wir Menschen funktionieren. Wie funktioniert mein Unterbewusstsein, das ja eine riesige Macht über mich hat. Wie funktioniert das, welchen Einfluss hat das? Und in dem Augenblick, wenn ich das erkenne, erkenne ich ein Stück weit mich selber und da kann ich auch reguliert eingreifen. Mhm. Es ist ja nicht häufig so, dass man Entscheidungen trifft und dann geht man ohne irgendwelche Umwege den Weg, sondern es ist ja immer ein ständiges Anpassen. Mhm. Wenn ich in perfekte Skischuhe fahre, dann bin ich nicht statisch auf dem Ski, sondern ich passe permanent meine Körperlage und die Stellung den Gegebenheiten an. Das große Ziel ist, dass ich aber eine feste innere Mitte habe und mein Ziel im Blick, also da, wo ich hinfahre, da geht mein Blick auch hin. Die Richtung, ja. Die Richtung hast du, genau. Was, aber jetzt als Beispiel, also du hast jetzt dein Ziel, du hast dich entschieden, du weißt, wo du hin möchtest. Und es gibt ja immer mal so Motivationslöcher, wo man dann eben drin hängt und denkt,
Ja. Ah, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich wieder auf Spur? Das Schöne ist ja, dass da auch wiederum der Schritt zurück in die Reflexion hilft. Das kann sein, ich tritt zurück und sage zu mir, jetzt hast du ein Motivationsloch. Natürlich sage ich nicht Motivationsloch, sondern es ist bei mir ein Schmunzeln und ich erkenne mich selber, du hast kein Glück. Und dann hole ich mir nochmals das, was du vorher gesagt hast, das Warum. Mhm. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Ja. Ich mache mir das Warum nochmals sichtbar. Ich vergegenwärtige mir das nochmal. Mhm. Und das ist das, was mich dann aus diesem Motivation Loch rauszieht. Manchmal mache ich aber einfach auch einen Cut. Manchmal mache ich einen Spaziergang, manchmal mache ich einfach auch eine Pause oder höre gute Musik und ich mache mir der Sache bewusst, sortiere mich neu und gehe den Weg wieder. Ja. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Natürlich meint man ist sich immer gerade bewusst, was man tut und wie man denkt, das ist aber selten der Fall. Es ist ja selten der Fall. Und wenn man das Wort selbstbewusst mal genau anschaut, ja, im Sprachgebrauch wird es sehr häufig verwechselt mit Selbstvertrauen. Und bei uns im Süddeutschen hier sagt man ja, der hat Selbstbewusstsein wie so ein Lufthansa-Pilot und denkt an Flughafen in Zürich oder in Stuttgart. Und im Prinzip heißt Selbstbewusstsein aber was ganz anderes. Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir bewusst, was ich tue und was ich denke. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich dessen bewusst zu sein. Mhm. Jetzt denkt man, natürlich bin ich mir immer bewusst. Wissenschaftlich gesehen, und die Zahl hat mich auch überrascht, macht man ungefähr 80-90% seiner Tätigkeit unbewusst, weil man es so gewöhnt ist, weil man es immer so tut. Mhm. Hat ja auch ein Stück weit seinen Sinn. Denn wenn ich Dinge unbewusst tue, aus der Routine heraus tue, brauche ich dafür weniger Energie. Ja. Ich mache es aus Routine. Ich glaube, dass Tiere viele Dinge aus Routine, aus dem Instinkt heraus tun. Bewusstsein ist da nicht ausgeprägt. Wobei ein Seminarteilnehmer hat letztes Mal gesagt, Delfine hätte Bewusstsein. Ich weiß es nicht. Kann gut sein, ja. So ist es also ein intelligentes Energiemanagement, wenn ich Dinge aus der Routine heraus tue. Ich kann aber, wenn ich in der Routine verhaftet bin, nichts in meinem Leben ändern. Ich kann nichts ändern. Dann bin ich immer irgendwo Gefangener meiner Gewohnheit, ein Stück weit vielleicht auch von den Erwartungen des Umfeldes. Und innerhalb dieser Gefangenheit kann ich mich selber nicht groß weiterentwickeln. Ich muss also immer wieder mal aus dieser Routine raus. Im Sprachgebrauch sage ich dazu, ich gehe aus dem Hamsterrad raus, sich selber zu beobachten und zu sagen, okay, was machst du? Passt es zu dir? Es ist ja wieder dieses Zurücktreten von dem Bilde, wie Christian Morgenstern gesagt hat. Und dann mischst du die Farben wieder neu. Ja. Und gehst deinen Weg. Wenn du im Tun bist und erfolgreich sein möchtest, da kannst du vom Spitzensport ganz viel lernen und die arbeiten intensiv an ihrer mentalen Einstellung. Mhm. Und ich weiß, dass viel Prozent, ich wage jetzt nicht einen Prozentsatz zu sagen, aber diese mentale Einstellung macht einen riesen Unterschied. Teil aus, Unterschied aus, unentscheidet. Im Skirennsport macht man zwischen Zehntel oder macht man eine Sekunde und das entscheidet, auf welchem Treppchen du stehst oder ob du den Lauf gar nicht fertig bekommst. Also ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, also da spielt der Kopf eine ganz große Rolle, ganz klar. Ja. Also ich habe gerade letztens recherchiert, dass wie viele Gedanken wir tagtäglich haben, also an der Anzahl, und habe das mit meinen Seminarteilnehmern, bin ich das durchgegangen und da lagen natürlich alle falsch, genau. Ja. Tatsächlich denken wir bewusst und unbewusst tatsächlich 60.000 Gedanken täglich. Verrückt, ja.
Und wenn da natürlich vieles unserem Ziel, unserer Motivation, unserem Warum entspricht, vermute ich jetzt mal, sage ich jetzt mal ganz frei raus, haben wir natürlich dann die richtige Richtung, um auch was zu erreichen. Wenn wir natürlich viele Gedanken haben, die dem Ziel nicht entsprechen, dann wird das Ziel weiter wegrutschen. Aber Silvia, auch da hilft wieder die Reflexion. Und da kommt raus, Karl Ludwig, was denkst du jetzt zur Sache? Was denkst du darüber? Und da kann ich mein Denken ja auch so ein Stück weit regulieren. Mhm. Ein italienisches Sprichwort sagt, basta il pensiero. Basta il pensiero heißt, der Gedanke genügt. Aha. Mag bei den emotionalen Südländern, Italienern, bestimmt stimmen, wenn die verbinden mit vielen Gedanken sofort auch Emotionen. Jetzt hast du ja die Riesenzahl gesagt, wie viele Gedanken wir haben. Da sind auch ganz, ganz viele flüchtige Gedanken dabei. Ich glaube nicht, dass jeder der flüchtige Gedanke eine große Kraft hat. Gerade bei uns eher kühleren Deutschen würde vielleicht eher der Spruch passen von Antoine Exupéry, jedes starke Bild wird Wirklichkeit. Jedes starke Bild wird Wirklichkeit. Das heißt, welchen Gedanken gibst du mit deiner Vorstellung Kraft? Mhm. Vorstellung ist mächtig. Und ich arbeite mit jugendlichen Sportlern, Führungskräften, an deren Vorstellung. Weil die Gedanken, ich glaube, du kannst nicht alle reflektieren, sortieren. Also ich schaff's nicht. Zehnmeister vielleicht. Aber welche Gedanken ich mit meiner Vorstellung Kraft gebe, da kann ich drauf achten. Das wird mir bewusst. Vielleicht gibt die Vorstellung auch schon ein Gefühl, was er noch tiefer liegt. Gell? Und darauf zu achten, achtsam zu sein und eventuell zu regulieren, so wie ich beim Skifahren im perfekten Schwung permanent reguliere. Mhm. Ich glaube, das ist die Kunst im Leben. Das hört sich jetzt nach viel Arbeit an. Silvia, das sollte spielerisch sein. In dem Augenblick, wo du es bei dir ein Stück weit so eingebaut hast, diese Achtsamkeit, die im Augenblick in der schwierigen Zeit, die wir Menschen durchleben hier, die Spur heitere Gelassenheit, heitere Achtsamkeit, die mit einzubringen, dann ist es leicht und das bringt uns Menschen nach vorne. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wäre auch gerade in der heutigen Zeit. Ja. Ich denke, auch wenn wir das mal gemacht haben, dann, ich will nicht sagen, dass es sich einspielt, aber wir haben es beim nächsten Mal einfacher. Und je öfters man sowas macht oder auch ausprobiert, auch dementsprechend sein Warum sieht und je öfters man eben einfach seine Gedanken, ich sage mal, korrigiert oder wieder dementsprechend in die richtige Richtung bringt, desto einfacher wird das. Und das weiß man auch als Beispiel, wenn ich immer die gleiche Richtung zum Arbeiten fahre oder immer die gleiche Richtung zum Einkaufen. Wenn ich mal eine andere Strecke fahre, am ersten Mal ist sie einfach schwieriger. wenn ich sie aber ein paar Mal gefahren bin, dann habe ich auch wieder eine Routine drin. Und aber wenn ich dann 3, 4, 5 Strecken habe, ist es trotzdem immer was anderes. Und ich sehe auch immer wieder was Neues. Ja, stimmt. Wenn ich beim Tun bin, sollte ich ein paar Dinge wissen, wie ich oder wie das Unterbewusstsein, das Unbewusste, wie es funktioniert. Dann nimm doch uns mal mit, da bin ich gespannt. ist alleine schon das Akzeptieren, dass es das Unbewusste gibt, ist schon ein ganz, ganz großer Faktor, weil der kognitive Geist, der will ja die Vorherrschaft haben und negiert, dass es das Unterbewusstsein überhaupt gibt. Alleine das schon zuzulassen, zu sagen, es gibt dieses Bauchgefühl. Und ist schon ein großer Schritt hin, dass ich beide Dinge, Kopf und Bauch, miteinander verbinden kann, gerade bei Entscheidungen treffen oder wenn ich auf dem Weg zum Erfolg bin. Das Zweite zu wissen ist, dass das Unbewusste mit Bildern und Gefühlen
funktioniert. Es funktioniert weniger mit Zahlen, sondern Bilder und Gefühle. Und darum habe ich auch das Buch geschrieben, das Kino im Kopf führen und verkaufen mit Geschichten, weil Geschichte ist ein verbalisiertes Bild und erreicht damit auch so ein Stück weit das Unbewusste. Es ist also alles, was wir so erleben, wird in Form von einem Bild oder Gefühl im Unbewussten mit abgelegt. Mhm. Unsortiert, der Reihenfolge nach, mit einem riesen Speicherplatz. Das Unbewusste ist viel, viel größer wie das Bewusstsein. Und manchmal und länger zurückliegendes geht in Vergessenheit und manchmal kommt es wieder hoch mit irgendeinem Impuls. Oder ich bin letztens mit dem Auto im Herbst an einer frisch gemähten Wiese vorbeigefahren. Es duftet nach Öl, nach Heu und Blick, ploppt bei mir Urlaub auf. Gell? Es war ein schönes Bild. Gell? Das Verrückte ist übrigens, gelöscht wird nichts. Mhm. Und alles abgelegt. Es geht in Vergessenheit, gelöscht wird aber nichts. Und auch die schlechten Dinge, die erlebt sind, oder Phobien und Traumen werden nicht gelöscht. Mhm. Die guten auch nicht. Und was mir manchmal ist als Coach, nicht so einfach macht, weil ich kann es nicht löschen. Ich kann es umschreiben, ich kann es neu definieren. Ich kann da reingehen oder lernen, meinem Schützling lernen, damit umzugehen, gelöscht wird nicht. Mhm. Das Weitere, was sehr spannend ist beim Thema Unbewusste, das reagiert in gleicher Weise auf die Realität wie auf die Vorstellung. Mhm. Ein sich stark vorgestelltes Bild hat den gleichen Zugang zum Unbewussten wie ein real erlebtes Bild. Und wenn ich das weiß, dann muss ich viel, viel achtsamer auch mit meinen Vorstellungen umgehen, manchmal auch mit umgehen, was für einen Film schaue ich mir an. Also ich bin da wirklich auch skeptisch. Und zum wievielten Male schaue ich mir jetzt irgendeine grässliche Fernsehsendung an, die das Entsetzen genau definiert und beschreibt. Ich bin da achtsam, mit was umgebe ich mich. Mhm. Eine weitere spannende Sache, Silvia, ist, dass es im Unbewussten nur die Bejahung gibt. Mhm. Es gibt nicht Nein. Nicht Nein und nicht, das Wort nicht wird, glaube ich, auch nicht realisiert. Ne? Denk mal nicht an Eiffelturm. Ja, oder nicht an den rosaroten Elefanten. Und darum ist es wichtig, dass du beim Umgang mit dir selber, aber auch mit anderen, mit Kindern in der Erziehung, bei Sportlern, dass du Dinge positiv formulierst. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil schlussendlich kommt nur das an, was du sagst, egal ob es bejahend oder beneinend ist. Ja. Verneinend ist. Und wenn ich sage, denk nicht an Eiffelturm, ja. Ich hatte bei meiner alten Homepage einen kleinen Button, da stand drauf, bitte hier nicht klicken. War der meist angeklickteste Button. Ja. Und das habe ich von der genialen Trainerin Professor Vera Birkebiele ein bisschen abgeschaut. Die hat mich wirklich auch inspiriert, diese Dame, weil das nicht die Formulierung verleitet, es zu tun. Und wenn man Betriebsanweisungen von Firmen liest, da steht alles drin, was man nicht tun sollte. Du erreichst den Verstand, aber nicht den Bauch damit. Und ich helfe manchmal den Leuten, wie formuliere ich was, dass der andere es versteht und auch tut. Ja, da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel aus meiner Ernährungsberatung. Ich erzähle den Leuten nämlich nicht, was sie nicht essen sollen, sondern wir sprechen tatsächlich immer über das, was sie essen sollen, dürfen und können. Weil wenn ich Ihnen sage, Sie dürfen keine Schokolade, Sie dürfen nicht an die Dönerbude, Sie dürfen nicht die Pizza bestellen oder machen, dann denken Sie genau an dieses. Wenn ich Ihnen aber... Ja, mir läuft jetzt ja schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich Ihnen aber ganz genau sage, was Sie essen sollen, auch was Sie essen können, dann denken Sie auch bei der nächsten Mahlzeit, wenn Sie die bereits schon vorher... wissen, auch direkt an dieses Essen. Sie kommen gar nicht auf die Gedanken, etwas anderes essen zu wollen im Normalfall. Und das hilft natürlich ungemein, ganz klar. Ja, stimmt.
also die positive Formulierung dabei. Das sind jetzt ein paar wenige. Es gibt noch viel mehr Gesetzmäßigkeiten. Da schaue ich aber, wer sitzt mir gegenüber oder wen habe ich im Seminar und was passt dazu, auch zu demjenigen Person, zur Sportart. Ist eine Ausdauersportart, wo du während dem Marathon ja laufend reflektierst, wenn du müde wirst? Oder ist jetzt ein Skirennen, wo du in einer Minute deine ganze Kraft auf den Punkt bringen musst? Oder manchmal beim Schießen sind es nur eine Sekunde. Und es bedarf viel Vorbereitung, dass dieser Schuss in dieser Sekunde passt, gerade auch im Biathlon. Gell? Ja. Und da schaue ich, welche Gesetzmäßigkeiten passen schlussendlich dazu, welche Dinge können diesem Menschen, dem Sportler, der Führungskraft, dem Verkäufer in dem Augenblick zu helfen, seinen Weg dann auch zu gehen. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt ja schon so viel Tipps hier von dir bekommen, die können wir alle gleich umsetzen. Ich hoffe, dass sie nicht verwirren, sondern dass sie wirklich umsetzbar sind, ja. Das Schöne ist, dass ja jeder diese Folge mehrmals anhören kann. Also von daher kann man natürlich auch sich mal das ein oder andere rauspicken und wenn das gut läuft, einfach nochmal anhören und einfach das nächste nochmal dann dazu nehmen. Ja. Schön, super. Wir haben ja noch hier einen schönen Flipchart, wie ich neben dir stehen sehe. Und ich glaube, wir verraten den Hörern und Hörerinnen noch, was da draufsteht. Es ist ein Spruch, der heißt, der Mensch ist ein zielstrebiges Wesen, doch meistens strebt er zu viel und zielt zu wenig. In dem Spruch ist das zusammengefasst, was ich jetzt die letzten Minuten gesagt habe. Sich klar werden, was ich möchte, das Unterbewusstsein dazu nehmen, den Mut zu haben, es zu tun, dann brauche ich nicht so viel zu streben, sondern das Zielen gelingt und ich habe viel, viel besseren Erfolg. Super Schlusswort, Karli. Besser hätte ich es gar nicht machen können. Ich möchte mich bei dir vielmals bedanken für das heutige Gespräch, für deine vielen, vielen Tipps und diesem tollen Podcast-Talk zu diesem spannenden Thema. Ja. Ich fand es jetzt großartig, dass du dir hierfür heute die Zeit genommen hast und uns mit uns diese Impulse geteilt hast. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, Silvia. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr mit viel persönlichem und beruflichem Erfolg. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes – Was jetzt?